Einmal vor langer, langer Zeit ein Superheld. Er war super stark und konnte seine Größe beliebig ändern. Er lebte in Prag, wo gerade der heftigste Winter seit Jahrhunderten tobte. Eines Tages passierte das Unglück. An den Mengen von Schnee brach der Turm von Bettin zusammen. Von dem Lärm bekam auch Siren was mit und eilte zur Rettung. Er hielt den Turm und benutzte seine Superkraft und richtete ihn wieder auf. Alle waren ihm dankbar. Er verbeugte sich und verschwand. Niemand wusste wohin. Und so steht der Turm noch heute. Geschichte vom winterlichen Prag und unserer Superheldin. Es war ein kalter, sonniger Tag und fast niemand war draußen. Die Superheldin langweilte sich. Doch leider war ein kleiner Fuchs ganz allein, ganz kalt war ihm auf der Straße. Ich malte ihm ein Hundehaus und eine Hundedecke. Der Fuchs lebte dann bis Ende seines Lebens glücklich und fröhlich. Es war einmal im winterlichen Prag Schulschluss. Es waren Winterferien an der DSP und alle Schüler freuten sich und gingen nach Hause. Nach der Schule trafen sich drei Freunde von ihnen, Justus, Eric und Philipp. Sie freuten sich richtig doll, sprangen wie wild rum und schrien: Endlich Ferien! Dann kam ein Schiff vorbei. Alle fanden, dass es ziemlich cool aussah. Und trotzdem hatte jeder noch gute Laune, da endlich Winterferien waren. Doch dann kam das Schiff so nah und es wurde immer größer. Zumindest sah es so aus. Je näher es kam, desto größer wurde es. Der Kapitän war offenbar eingeschlafen am Steuer und wachte zu spät auf. Justus fiel runter und hing schon kurz vorm Wasser. Das Wasser ist natürlich eiskalt und das Boot hätte ihn und überfahren und er wäre wahrscheinlich gestorben. Ihm fiel sogar schon der erste Schuh runter. Und Eric war auch kurz davor runterzufallen. Doch dann fing Justus plötzlich an zu fliegen. Er war nämlich ein Superheld mit Superkräften. Er rettete Justus und Eric, seine beiden Freunde, und setzte sie ruhig ab. Ende! Eines Tages im winterlichen Prag stürzte ein Alien-Raumschiff in den Petschrin rein. OMG, unser Superheld war gerade spazieren und sah das Alienschiff. Ein Alien kam aus dem Schiff raus und zückte eine Laserpistole. Balababa, sagte es. Mist. Unser Superheld wich zurück. Doch. Zeit für Megabrain. Er klickte auf seine Uhr und wusch, war er Megabrain. Er zückte seine Strahlenpistole und schoss das Alien ab. Blabba, zosch. Und es zerfiel zu einem Haufen Asche. So, jetzt hat sich's ausgeblaht. Doch das Alienschiff war damit nicht zufrieden. Blakamapa, rief der Anführer. Megabrain verstand gar nichts. Die Anführer warfen eine Kiste. Die Kiste landete am Boden. Tock, klick. Plötzlich war ein riesiger Roboter da. Okay, Problem, sagte er. Der Roboter hat probiert, Megabrain zu zerquetschen mit seinem Fuß.
Doch er konnte gerade noch ausweichen. Dump. Das war knapp. Er hatte eine Idee. Ich brauche ein Seil, dachte er sich. Ha! Ganz in der Nähe lag ein Seil. Als der Roboter wieder probierte, ihn zu zerquetschen, schnappte er sich das Seil und wickelte es in weniger als 3 Sekunden um die Füße des Roboters. Ein kleiner Ruck und der Roboter zerfiel zu ganz vielen Teilen. Megabrain dachte sich, ein Ding noch. Er warf ein Gerät an das Alien-Raumschiff. Piep, 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 bumm. Er schoss das Alien-Raumschiff wieder zurück in den Weltall. Ja, der Tag ist gerettet. Ende. Es war ein normaler Wintertag in Prag. Die Sonne schien. Die Superheldin lief durch die Straße und schaute sich die Häuser an. Plötzlich sah sie etwas Schockierendes. Ein Eiszapfen fiel vom Dach direkt auf ein Kind. Sie flog zum Eiszapfen, schnappte es in der letzten Sekunde und landete neben dem Kind. Da kam die Mutter und bedankte sich herzlich. Es ist Winter und zwar in Prag. So viel Schnee gab es seit Jahren nicht mehr, sagen die Leute, die dort wohnen. Denn es hat wirklich stark geschneit. Unser Superheld hält Ausschau nach Arbeit, doch er findet keine. Nun fliegt er weiter über die Stadt. Auf einmal entdeckt er einen Zug und ein Stein blockiert seinen Weg. Da sind auch noch Passagiere drin, sagt er. Aber für ihn ist es kein Problem. Er zeichnet einfach einen neuen Zug und die Passagiere können umsteigen.